Im vierten Spiel des Tages trafen der TuS Eichlinghofen auf den BV Brambauer Lünen. Der Bezirksligist vom TuS Eichlinghofen steht mit nach der Niederlage gegen NFC Brünninghausen schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen gegen Brambauer gewinnen, wenn sie noch sich für den zweiten Tag qualifizieren wollen. Und auch in diesem Spiel sah es zunächst nicht allzu gut aus. Die Mannschaft von Trainer Marc Risse tat sich im Aufbau etwas schwer. Man suchte die Lücke, fand sie aber nicht so richtig. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft von Trainer Marc Risse wurde von zahlreichen Anhängern unterstützt. Doch hier ein Fehler. Der BV Brambauer ergattert den Ball. Und das ist Oliver Szewczyk mit einem flachen Linksschuss ins lange Eck zur überraschenden Führung des BV Brambauer. Der Bezirksligist aus der Gruppe 8 führt gegen den Bezirksligisten vom TuS Eichlinghofen aus der Gruppe 9. So langsam wurde es etwas eng für die Spieler des TuS Eichlinghofen zu erkennen in der roten Spielkleidung. Ein langer Ball auf Mirna Susic, doch sein Kopfball war kein Problem für den Keeper im Tor der Brambauerraner, Hendrik Helmes. Auch diese Abwehraktion der Eichlinghofer wirkte nicht ganz so souverän. Hier hätten die Brambauerraner mit ein bisschen Geschick auf 2:0 erhöhen können. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit sollte es dann für Eichlinghofen etwas besser laufen. Das ist Burak Cetinkaya, der den wichtigen Ausgleichstreffer erzielen konnte. Die Fans freuen sich, denn der Ausgleichstreffer kurz vor der Pause war extrem wichtig, auch für die Gemüter und für die Nerven. Ja, und dass man beim Hallenfußball jetzt auch nicht nur um die goldene Ananas spielt, ist auch klar. Leider bleibt es nicht aus, dass hier und da die ein oder andere etwas unschöne Aktion geschieht. Das ist Marcel Bieber mit der Nummer 9 der Brambauerraner, der Mirna Susic gefoult hat. Der Schiedsrichter erließ es bei einer Ermahnung, obwohl natürlich die Eichlinghofer Fans gerne eine 2-Minuten-Strafe gesehen hätten. Kurze Zeit später hatten die Fans des TuS Eichlinghof wieder Grund zur Freude. Das ist der lange Ball nach vorne und nach einem Abpraller mit ein bisschen Glück landet der Ball bei Alessandro Desiderio und der konnte mit einem schönen Vollspannschuss ins lange Eck einschießen zur verdienten 2:1 Führung. Große Erleichterung beim großen Anhang des TuS Eichlinghofen. Die wichtige 2:1 Führung. Nur eine Minute später sollte es noch besser werden. Die Fans des TuS Eichlinghofen hatten wieder Grund zur Freude. Das ist Alessandro Desiderio, der auf Marc Neul auflegt. Und der hatte keine Mühe, auf 3:1 zu erhöhen. Keine Chance für Hendrik Helmes im Tor der Brambauerraner bei dem Schuss ins kurze Eck. Ja, die Eichlinghofer hatten jetzt in der zweiten Halbzeit das Spiel komplett im Griff. Die Brambauerraner wurden mittlerweile etwas nervöser. Das ist Mohamed Chatibi, der sich hier prima durchsetzt. Doch an Hendrik Helmes scheitert. Das hätte schon fast das 4:1 sein können. Auch die nächste Szene spricht für den TuS Eichlinghofen. Das ist Dennis Boskur, der sich hier den Ball erobert und eigentlich ins leere Tor hätte schießen können, doch aus spitzem Winkel das Tor nicht traf. Auch dieses Mal hätte er fast die Entscheidung komplett auf dem Fuß gehabt. Marc Risse und Patrick Semper auf der Bank des TuS Eichlinghofen könnten eigentlich vollständig zufrieden sein. Ihre Mannschaft führt mit 2 Toren Vorsprung. Doch kurz vor Schluss kamen die Brambauerraner noch einmal heran. Das ist Arkadai Dannhauer, der sich auf der rechten Seite nochmal ein Herz fasste und auf 3:2 zugunsten des BV Brambauer Lünen verkürzen konnte. Doch es blieb bei der 3:2 Führung für den TuS Eichlinghofen, der der Mannschaft von Trainer Marc Risse und Patrick Semper die ersten 3 Punkte bescherte. Im 5. Spiel des Tages trafen der Hombrucher SV auf die BV Viktoria Kirchderne.
Homo hatte er das erste Spiel bereits gewonnen gegen VfB Lünen mit 3:0 und konnte somit beruhigt aufspielen. Das ist Trainer Volker Bolte von Viktoria Kirchderne, der nun sein erstes Spiel zu bestreiten hatte. Ja, und es ging auch sehr gut los für die Jungs von Trainer Volker Bolte. Sie verstanden es prima vorzuchecken und konnten so im Mittelfeld den Ball erobern. Und dann ist es der Spieler mit der Nummer 9, Nureddin El-Jajaoui, der für Viktoria Kirchderne zum 1:0 einschießen konnte. Der Bezirksligist von Kirchderne führte gegen den Landesligisten aus Homburg. Und Kirchderne machte weiter, das war Christian Fröse, knapp am Tor vorbei. Düstere Miene bei Markus Berwin, dem Trainer des Hombrucher SV. Ja, seine Jungs hatten ihre Probleme gegen Kirchderne. Ja, der Hombrucher SV tat sich ein wenig schwer. Man kam eher so sporadisch zu Chancen. Hier hatte man mal die Möglichkeit, dass es Dominik Hake mit einer Schusschance. Ja, Hombruch versuchte es jetzt etwas mit Gewalt. Das war Thomas Dücker. Aber der blieb hängen und nun hatte Kirchderne freie Bahn. Mario Bunk erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Ja, ist es sowas wie die Entscheidung? Man weiß es noch nicht. Hier sieht man nochmal, wie der Vorstoß von Thomas Dücker ganz locker von Mario Bunk gestoppt wurde und somit ein Überzahlspiel der Kirchderner herrschte, die sie gnadenlos ausnutzen konnten. Markus Gerwin, der Trainer des Hombrucher SV, war absolut unzufrieden beim Seitenwechsel. Weiter geht's mit Halbzeit 2. Auf einmal wurde Kirchderne nervös, Christian Fröse mit einem Pass auf Jonas König und der mit einem Pass auf Sufein Mosen Bujelcenia, ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir furchtbar leid, auf jeden Fall wurde der jetzt für 2 Minuten vom Platz geschickt. Und so hatte Hombruch nun die Chance, in Überzahl wieder heranzukommen. Aber Hombruch tat sich schwer, die Überzahlsituation auszunutzen. Man kam eher sporadisch zu Chancen, so wie hier. Das war Fabian Vargus Martins mit einem Schuss an die Latte. Das hätte der Anschlusstreffer sein können. Doch direkt danach klappte es etwas besser. Das war Niklas Orlowski, der zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 1:2 verkürzen konnte. Die Freude währte ungefähr ganze 1,5 Minuten. Das ist Christian Fröse, der sich hier ein Herz fasste und einfach mal abzog ins kurze Eck. 3:1 für Viktoria Kirchderne. Sehr zur Freude des sehr großen Anhangs der Fans von Kirchderne, die lautstark Stimmung machten. Kurz vor Schluss sollte die Miene von Markus Gerwin nicht besser werden. Seine Jungs enttäuschten beim Spiel gegen Kirchderne, die verdient mit 3:1 gegen den Hombrucher SV gewinnen konnten. Als nächstes musste der B-Kreisligist vom SV Körne 83 gegen den Bezirksligisten vom VfR Sölde ran. Die Körner gewannen ja ein wenig überraschend gegen TuS Holzen-Sommerberg mit 2:1 und hatten somit gute Chancen, sich für den zweiten Tag zu qualifizieren. Doch in diesem Spiel lief es nicht ganz so gut für Spielertrainer Viktor Pusch vom SV Körne 83. Das war Marcel Dreieck, der für den VfR Sölde zum 1:0 treffen konnte. Es waren knapp 2 Minuten gespielt. Die Körner taten sich schwer im Spiel nach vorne, das ist Oliver Adler im Vorchecking und VfR Sölde hatte überhaupt keine Mühe, der Ball wurde abgewehrt und Oliver Adler erhöhte auf 2:0 für VfR Sölde kurze Zeit später. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit war wieder Marcel Dreieck an der Reihe, 3:0 für den VfR Sölde, das Spiel schien gelaufen zu sein. Auch in der zweiten Halbzeit taten sich die Körner ein wenig schwer, doch hier war es Mehmet Acigürek mit einer guten Kopfballchance
paar Minuten später sollte es dann besser laufen für den SV Körne. Die Sölder im Vorwärtsgang. Und da ist der Fehler und da ist das schnelle Umschaltspiel. Das ist der Spieler mit der Nummer 11, Tomasz Rodzinkas, mit dem Anschlusstreffer. 3:1 immer noch für den VfR Sölde. Ja, die Körner gaben nicht auf. Sie spielten relativ robust, sehr körperbetont. Doch im Spiel nach vorne taten sich etwas schwer. Sie suchten meistens die Chance aus der Ferne. Es ist Marc Rabemann mit der Schusschance, der sich bei seinem Mitspieler entschuldigt. In diesem Spiel lief es für den SV Körner nicht so gut wie gegen TuS Holzen-Sommerberg. Man verlor mit 3:1, hatte aber immer noch 3 Punkte auf der Habenseite und musste nun auf das letzte Spiel von TuS Holzen-Sommerberg gegen VfR Sölde hoffen.